Das waren so die Anfangszeiten, wo langsam die Fahrer zu Profis wurden. Also Niki Lauda war so ein Typ, der auch den Motorsport mit verändert und geprägt hat. Und so ein Typ war der Herbie auch. Der hat auch den Motorsport mitgeprägt aufgrund seiner Erfolge, seines Tuns. Man hat ihn in jedes Fahrzeug hineinsetzen und er war einfach mit allem gerade schnell. Außer nur ein sehr guter Fahrer gewesen zu sein, war er auch ein wirklich Unikat, eine Persönlichkeit. Hatte viel Ausstrahlung, war ein Draufgänger, aber im positiven Sinne. Der war einfach nur geil. Dass der, wie er aufgetreten ist, die Zigarre war immer dabei, wenn es gerade irgendwie ging. Er war auch als Kettenraucher bekannt. Einige nannten ihn Stumpenmüller, weil er immer so eine Kippe in den Stumpen in dem Mund gehabt hat. Er hat das durchgezogen und das ist ein Markenbegriff geworden. Aber ansonsten war er auch bekannt als sehr, sehr kollegialer Rennfahrer, der Freund für viele andere Rennfahrer war. Der war für mich schon fahrerisch eine Größe, muss man sagen. Ob das ein kleiner war, ein 500 Kubik, oder ein Cobra mit 7 Liter oder ein Impala von fast 2 Tonnen. Er ist mit dem gefahren und war schnell. Man war beeindruckt, wenn er die schnellen, starken Auto bewegt hat. Wo Herbert Müller drauf saß, da kam auch was raus, muss man sagen. Ne? Und das war immer eine tolle Geschichte. Ich glaube, er war sehr überlegt und präzise unterwegs gewesen und ja, sicher risikobereit. Ist schon an Grenze gefahren. Ich glaube, alle in der Zeit waren sehr risikofreudig und auf eine gewisse Art und Weise rücksichtslos. Vom Risiko her saßen wir damals ja wirklich, weiß nie, ob du abends nach Hause ins Zimmer wieder gekommen bist, weil die Zeiten natürlich auch von Autos her, von Siegern an der Strecke waren ja unter aller Kanone, muss man sagen. Das war ein Schlag, oder? Wenn man selber Rennfahrer ist, berührt es einem natürlich noch mehr, oder? Weil im Prinzip weiß man, wir haben alle das Risiko. Das Verunfallten halt viele Fahrer, das gehört zum Geschäft. Aber es war schön, dass er nichts gemerkt hat. Das hat mich sehr. Das war für mich in Ordnung. Weil er hätte sicher nicht. Wäre sicher nicht glücklich gewesen, so einem Rollstuhl oder so. Vielfach Donnerstagnacht, Freitagnacht, immer nachts losgefahren. Lunchbox, ich hinten drin, Herbie vorne mit der Zigarre. Als Kind war das alles normal. Ich habe ja nicht gewusst, dass es noch ein anderes Leben gibt. Und vielleicht am Montag, wenn dann die Lehrerin gefragt hat, so, wie war euer Wochenende? Und ich gesagt habe, ja, wir kommen gerade von Le Mans zurück. Und die überhaupt keine Ahnung hatte, was Le Mans 24 Stunden ist, hätte ich es vielleicht merken können, dass da was schräg läuft, anders läuft. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, ich hätte ein anderes Leben.
zeige das Konzept. Ja. Jawohl. Ganzen Ausblick. Ich zeige jetzt erstmal noch einen Teaser. Das ist immer Doppel hinter links. Rechts. Herbie wäre jetzt 80 dieses Jahr und er hat sich das längst verdient, dass mal etwas über ihn und seine Zeit und überhaupt über diese Motorsportzeit geschrieben wird. Und er hat das verstanden zu bewegen. Wo immer ich hinkomme, die Leute sind unheimlich herzlich. Die begrüßen dich, wie wenn du selbst wärst, habe ich manchmal den Eindruck. Das eleganteste Monster, was es gibt. Das eleganteste was? Monster. Schon die Farben und alles. Tja, und da sagt dein Vater, der Herbie drin. Ne? Komm, setz dich mal rein. Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn man die Söhne der ehemaligen Rennfahrer trifft. Ganz Besonderes, was Emotionales. Das bringt natürlich ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Verbindung mit so einem Wagen zustande. Das ist ja unglaublich. Dass so ein Auto, was der Herbie damals gefahren hat, heute noch existiert, was ich fast 50 Jahre nicht mehr gesehen habe. Das war einer seiner größten Erfolge. Le Mans 71, zweiter Rang. Lange, lange in Führung gelegen, Getriebedefekt repariert, aufgeholt und bis auf 7 Minuten, nach 24 Stunden, bis auf 7 Minuten wieder rangefahren. Und ich sitze jetzt hier drin selbst. Das ist sehr viel Weihnachten auf einmal. Auf einmal bringt das die menschliche Komponente ins Auto. Vor allem der Daniel mit seinem humorvollen Wesen hat auch tolle Anekdoten von seinem Vater zu erzählen. Und das ist für mich dann auch sehr interessant, weil das eng mit der Historie des Wagens zusammenhängt. Und je mehr man weiß von den Fahrern oder deren Nachfahren, die darüber Bescheid wissen, wie die entscheidenden Rennen wirklich gelaufen sind, desto mehr kann man Fans oder passionierten Liebhabern auch erzählen über die Wagen. Es gibt viele, viele Geschichten, die ich so nicht gekannt haben kann, als der kleine Junge damals oder Jüngling. Er war ein typischer Schweizer. Ich bin ja gebürtiger Deutscher und Österreicher. Wir hatten einen sehr guten gemeinsamen Humor. Dafür war der Herbie auch bekannt. Der war kurz und knackig und hat immer gesessen. Plötzlich kommen da Geschichten hervor, die den Herbie für mich in einer ganz anderen Weise darstellen. Also ich lerne plötzlich einen Menschen kennen, den ich als Vater kenne und habe nun komplett andere Sichtweisen als Rennmechaniker, von Seite Renningenieuren her. Der Herbert war immer zufrieden, er hat nie reklamiert. Für ihn war immer alles in Ordnung. Das war schön bei ihm. Das gibt es ganz, ganz selten bei Rennfahrern. Und da kommt das, wenn will. Ja, ja. Oh, das sind Geschwindigkeiten. Ja. Das sind 4,5 Stunden. Ja, ja. Das ist nicht. Also, ja. Leck mich am Herz. Es hat gar keine Mechaniker gebraucht. Wir haben ja nur getankt und auch mal Bremsklötze gewechselt. Und sonst haben wir nichts gemacht. Oder? Okay. Ich habe eine Frage, die mich immer beschäftigt hat. Ich weiss, wie lang, wie gross das du bist. Und der Herbert ist 1,66 m. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Das hat hier ein Dings. Du kannst einfach den Sitz vorne machen. Das ist das eine. Der ist ganz vorne gerutscht. Jawohl. Und wenn er angefahren ist, ist er ganz hinten gerutscht. Das hat gelangt, auf der ja. Körperhöhe. Er hat fast nicht rausgekriegt, aber er hat gesagt, für ihn sei super. Er hat nie etwas mit dem Abändern für ihn. Für ihn war immer alles gut gewesen. Die sehen das natürlich aus einer anderen Sichtweise. Ja, der Herbie, einer hat gesagt, der kam kaum aus dem Auto raus, hat er schon die Zigarre angeflammt. Und nebenan hatten wir 400 Liter Benzin in Fässern. Das war für den Herbie normal. Der Herbert hat grundsätzlich 50 verschiedene Automodelle gefahren. Über Daytona, über Cobra, über Porsche, Dreikantjobber oder den Lotus, Formel 1, im Po. Ja, ich bin froh, dass es dich gibt, weil dass du so detailversessen bist, weil sonst gäbe es all die Modelle von Herbert. Richtig. 1972 ist der Herbert dort mal so Pantera gefahren, Gruppe 4. Und ich bin dann auf den Mechaniker, auch auf die Familie zugegangen. Und habe dann gemerkt, dass viele Leute Herbert kennt haben oder noch kennen,
Aber sammeln über ihn tut eigentlich niemand richtig. Und das hat mich dann inspiriert. Und das mache ich jetzt schon über 20 Jahre. Ich mache mich das ganz genau erinnern. Ja. Der hat täglich 8 Zigarren mindestens geraucht. Das ja, jeden, man sagt ja. Jede dreiviertel Stunde war eine Zigarre durchgeschmolken und hat er wieder gesucht, was er noch hat. Ich würde viel dafür geben, wenn ich mal können den Herbert kennenlernen und auf einer Rennstrecke 1-2 Runden mit ihm mitfahren. Das wäre für mich wahrscheinlich das Größte gewesen. Die Leute, die das haben können, das sind nicht viele gewesen, aber die das haben können, die schwärmen heute noch. Das ist einfach unglaublich. Das können wir nicht beschreiben, das müssen wir erleben. Und wenn man das nicht erlebt hat, dann kann man es nur erahnen.